So, liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Und wir machen weiter. 200 Metallkomponenten müssen wir erbeuten. Und eine Wache für den Seilrutschen, Luftattentat. Erledigen. So, wir sind jetzt mit Level 2 auch mit Eevee. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns oben auf den Big Ben begeben. Ah, die Themse ist die Landenbrücke hier, wo wir gerade rüberhüpfen. Und in der letzten Folge, wie gesagt, haben wir so mal für Big Ben gegeben, haben die Sicherung installiert. Das hat keiner bemerkt. Bin ich auch gut so, weil die sind, glaube ich, mittlerweile Level 9, die Wachen. Und wir sind gerade mal Level 2. Hier unten hängen noch ein paar Blighters rum. Aber die sind gerade für uns sowas von interessant. Wir gehen eigentlich straight noch ein bisschen das Storybook. Ach, mach du mal. Jetzt komm. So, ich gehe mal hier hoch. Damit wir nicht unbedingt die Gegner anlocken. Und damit haben wir's. Ach, auch Level 2, okay. Ich muss mich ja gerade ein bisschen komplett weghalten. Ich muss mich jetzt so ein bisschen orientieren, weil die natürlich jetzt alle hier hoch wollen. Warum kriege ich... Warte, die tanzen. Ich tanze doch mal lieber ein bisschen noch rum. Da sind zwar zwei Gegner, aber ich tanze doch lieber noch ein bisschen rum und alles rum und dran, statt immer zu holen. Okay. Ich habe jetzt mal die zwei... Die zwei hätte ich mir locker holen können. So. Na, mal gucken. So, dann heißt, wir müssen noch mal hoch. Ach, der hat den. Ach, der hat's nicht jetzt übernommen, oder was? Ah, leck mich doch am Sack. Ernsthaft, ich dachte mir, wäre es schön gewesen, wenn wir die jetzt übernommen hätten. Den Scharfschütze mal wegnehmen. Thank you.
Jawohl, jetzt kommen ja auch noch unsere. Jetzt kommen unsere. Die Wuchser weiter dazu. So, jetzt. Ach, leck mich doch ernsthaft. Jetzt bin ich wegen einem scheiß Bug oder so. Gefühlt stand die gerade Darth Vader vor mir und hab mich schön mit dem Todesgriff erledigt, weil eigentlich hatte ich den jetzt schön ohne Problem, hatte ich den hier. Ja, ich habe ja Medizin eigentlich sogar genutzt. Ich habe ja sogar Medizin benutzt und dachte mir, ja, das kriegst du schon ohne. Eigentlich, ja, gut, egal. Schön den Scharfschützen hatte ich eigentlich geholt, aber gut. Mal Geschichte. Und Nachrichten kontrollieren die Macht. So. Zwei Jungs weniger. Und jetzt. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gerechnet damit, aber ich habe zumindest meine Aufgabe, Ali. So, jetzt mal hier hoch. Wo sind die denn hin? Da. Ich zieh dich dahin. Aber jetzt kann ich ein bisschen. Und wieder und hoch mit euch. Ja, müssen wir ein bisschen orientieren. Wo sind sie die? Ich sehe gerade nicht, wo die Feinde sein könnten. Scheiße. Ich dachte jetzt nur mich. Auch keine Feinde noch in der Nähe, ne? So. Dann nehmen wir mal die Kiste hier mit. Das war ja unsere Aufgabe. Das erste Dio ist nun dann mit Dalhammer. So, ich splinter die eine hier kurz mit weg. Dann nehme ich die Kohle mit. Ne, brauche ich nicht. Ich trage den nicht. Okay, tragen brauchen wir nicht. Und dann machen wir uns quasi oben wiederum auf zum letzten unserer Punkte. Ich hoffe, dass wir da jetzt den Spot bekommen haben dafür. Okay, ich hätte nicht mitgenommen, das Ding da.
gerade kurz. Aha. Helix-Glitches nennt man die Dinger. Okay. Ja, geht's jetzt weiter. Oh, da. Ja, ich wollte das Ding nur mitnehmen, kurz eben. Also nicht, dass ich jetzt darauf aus bin, die alle auswendig zu machen oder aufzuspüren. Ich muss mich gerade orientieren, wo wir hier unten sind. Da ist der letzte. Vermutlich. Aha, okay. Dann hört ihr mal mit. Fähigkeitspunkt. Komm, den hat jetzt den Angeschwinger. Jetzt habe ich ihn. Und erledigt. Na, warte mal, warte mal. Der bleibt liegen, mein Freund. So, einmal das. Einmal dit. So, einmal dort. Well, that's a corpse. Und wir nehmen die Kohle mit. Wir haben das letzte bisschen Metall mit und haben es geschafft. Tutorial, Herstellung. Im Inventar und im Herstellungsmenü können Sie neue Ausrüstungs... Stücke und Geräte-Upgrades herstellen. Sie können einzigartige Materialien und Herstellungsvorlagen in versteckten Truhen finden. Bei Einkommensaktivitäten, besonders bei Frachtraub von Zügen, Booten und Kutschen, halten Sie große Mengen Herstellungsmaterialien. So, wir haben für die Rauchbombe, wir haben das Wurfmesser. Das nehme ich mal mit. Ja, bitte. Das Wurfmesser kann man immer mal gebrauchen. Verdruckkapazität erhöhen. Ah, wir brauchen noch ein bisschen Leder. Dann machen wir die Rauchbombe noch schnell. Ich benutze sie zwar nicht, aber wir nehmen sie mit. Upgrade auch Rauchbombe. Ach was, ist gar nichts passiert. Kann ich die kurz eben mal als Ende entflündern hier? Ich habe da ja nichts gemacht. So, und dann hüpfen wir mal wieder. Übers Dach. Und machen es auf zu Alexander Graham's Bells Garage. Beziehungsweise nicht Garage, Werkstatt natürlich. Der Herr, wie gesagt. Bell ist ja der Erfinder des Telefons. Natürlich müsste man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinanderkennen, mit der Zeit, mit dem Zeitraum auseinandersetzen. Ich meine, mir ist es letztendlich... Ich habe mich da nicht so wirklich mit auseinandergesetzt. Ich weiß es nur zufällig, weil das eben auch gesagt hat. Ich hätte jetzt tatsächlich jetzt nicht drauf gekommen. Aber gut, okay. So, weiter geht's. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann haben wir die Pressefreiheit durch. Ah, Miss Fry. Gerade zeigte ich Jacob die ersten Nachrichten, die über die reparierte Leitung kamen. Hm. Oh, den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Oh, cool. Exzellente Arbeit. Danke, nochmal. Ein Vergnügen, Mr. Bell. Alles zur Verteidigung unabhängiger Nachrichten und der freien Rede. Freie Rede ist gut, aber freie und kurze Rede wäre noch besser. Haha. Ah, Fry, welch bissiger Humor. Das war das Stichwort. Wir müssen los. Oh, Ihnen beiden viel Glück. Melden Sie sich, jederzeit.
So, dann haben wir die Pressefreiheit abgeschlossen. Zwar in zwei Folgen, aber wir haben sie abgeschlossen. 4000 XP, wow, plus 100 noch dabei, weil wir ja die Aufgaben erledigt haben. Wir haben die Wache, eine Wache erledigt, das haben wir eben im Marktplatz gemacht. Und im Einbau steht 30 wieder beim Boden. Wir sind einfach oben drüber gegangen. Funktioniert auch am Ende. 1575 Pfund haben wir bekommen, Montur, Naturburschen, Montur. Okay, dann haben wir das auch so mal wunderbar gemacht. Oder wunderbar erledigt. Aufgabe geschafft. Bei Zusatzpunkt da geschafft. Perfekt. So. Da muss er jetzt hier noch das noch Ding auf seine speichern. Und wir leveln gleich noch unsere Jungs. Also beziehungsweise unser Mädel. Um es ehrlich zu sein. Weil es gibt vier Erfahrungspunkte. Nun, da diese Ablenkung hinter uns liegt. Wer ist das? Moment. Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Ach, du bist ein Typ. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Wir müssen London aus den Fängen Starricks befreien. Wer sind meine Ziele? Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Starricks Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. Gut. London erobern. Benutzen Sie die Attentatswand im Zugversteck, um das nächste Templerziel aufzuspüren. Weiten Sie das Territorium der Rooks mit Hilfe von Eroberungsaktivitäten auf. Schließen Sie die Sympathisantenaktivitäten ab, um Geld, Herrschaftsmaterial und einzigartige Belohnung zu erhalten. Gut. Dauert wieder jetzt einen kleinen Moment, bis der hier zu Ende gespeichert hat. Genau so ist es. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Aber warte mal kurz. Krieg ich die... Warte, was kann ich mal als nächstes denn machen? Sequenz 8? Wir machen weiter mit Sequenz 4, ne? Ja, wir haben nur die 2. Okay, na, dann müssen wir mit Sequenz 4 weitermachen. Ja, da müssen wir jetzt weitermachen. Okay. Spielen. Dieser Beruhigungssirup ist die einzige. So, das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und Wiedersehen bei Assassin's Creed Syndicate.